Der Markt zeigt weiter Stärke und überhaupt gar keine Einsicht im Sinne der Bären, zumindest mal hier irgendwie was nach oben zu zeigen, was ein bisschen Hoffnung für die Abwärtsseite nochmal bringt. Also tatsächlich, auch wenn die Chancen eigentlich übergeordnet mehr für die Abwärtsseite noch hätten sprechen müssen, aus statistischer, aus charttechnischer Sicht zumindest mal, der Markt macht es nicht und ist damit auf der etwas schwächeren Seite. Wir hatten ja mehrmals jetzt darauf hingewiesen schon mal, die Chancen sind nicht so groß unterschiedlich, aber eben noch besser für die Abwärtsseite. Nachdem der Kurs aber so stark gestiegen ist, wir sehen das hier beim Dow Jones, in dem Fall der Future hier, wir sehen, die alten Hochs sind hier nochmal wieder erreicht und wir können parallel mal gucken, wie es beim S&P aussieht, ebenfalls erreicht und sogar ganz leicht überschossen hier vom Nasdaq, der ja sowieso tapfer aussieht, mal ganz zu schweigen. Es sieht aktuell eben nicht nach dem Szenario aus, was ich hin und wieder mal angezeichnet hatte, dass wir ja auch das noch hier auf dem Plan haben. Es ist noch nicht gänzlich vom Tisch, aber dafür bräuchten wir in der Mitte irgendwas Dreiwelliges. Das muss natürlich nicht genauso aus sein, wie ich das jetzt hier hingeklärt habe, aber so in etwa so wäre das schon denkbar. Vorne korrektiv, in der Mitte korrektiv, hinten nochmal impulsiv. Aber was wir jetzt bisher bekommen haben, wir sehen, das hier ist nun mal extrem impulsiv. Also alles andere als diese typische wackelige Bewegungsrichtung. Jetzt könnte man sagen, naja, so ein bisschen dreiwellig sieht das hier auch aus. Touché, aber dadurch, dass der hier hinten sehr lang ist, insgesamt das Ganze sehr dynamisch aussieht, ist das im Moment wahrscheinlichere Bild. Ich hangel mich ja immer so ein bisschen von Wahrscheinlichkeit zu Wahrscheinlichkeit. Aktuell sind die Wahrscheinlichkeiten für die Bären deutlich gestiegen. Das ist immer noch nicht absolut natürlich im Sinne von, es muss jetzt weiter steigen. Nein, so ist es nicht. Aber jetzt davon auszugehen, na, das fällt ganz sicher noch, ist natürlich Quark. Im Moment gibt es der Markt nicht wieder. Und das ist nicht alleine daran, dass der Kurs hochgelaufen ist, sondern vielmehr die Art und Weise, wie das passiert ist. Und in diesem Fall eben sehr, sehr dynamisch. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Indikator, dass da der Wunsch und der Drang nach weiteren Käufen eben relativ groß ist. Also insofern dieses Szenario, ich will es noch nicht rauslöschen, es ist ja immer noch möglich. Es ist auch sehr gut möglich immer noch, aber die Wahrscheinlichkeiten für deutlichere Anstiege sind zumindest mal deutlich gestiegen. Das kann man, denke ich mal, auf jeden Fall so sagen. Insofern ist das etwas, was wir im Hinterkopf haben, im Moment auf der bullischen Seite zu sein. So, das ist so lange die Prosa drumherum. Wie gehen wir jetzt als Händler tatsächlich mit so einer Situation um? Denn Wahrscheinlichkeiten ist ja das eine, aber das andere ist ja auch, wie reagieren wir jetzt tatsächlich? Und das wird jetzt spannend sein, zum Beispiel, wenn wir hier auf den Stundenchart gucken, beispielsweise. Nachdem wir ja hier jetzt mal so eine Korrektur hatten, die sieht sogar sehr seitwärts aus, also Seitwärtskorrekturen kennen viele, wäre jetzt eine scharfe Korrektur durchaus typisch, also wo dieses Zwischenhoch eben relativ niedrig ist. Hier sehen wir, das ist es ähnliches Hoch. Flat-Korrektur sagen einige Double Sideways. Seitwärtskorrektur allgemein gesprochen. Sowas ist mehr wie ein Zigzag beispielsweise. Das heißt, dass die Richtung dann vorrangig ist. Das wiederum allerdings würde, wenn man dann die Zwischenhochmarken eben triggert. Im Moment habe ich das mal eingezeichnet. Wir gehen mal jetzt von diesem Niveau aus. Dann die besten Chancen, dass sich das nochmal fortsetzt. Vorsichtig. Ich bin trotzdem bullish mit dem, was ich jetzt sage. Aber das würde einem ungefähren Fünfweller entsprechen. Man kann es erahnen hier 1, 2, 3, 4, 5 und die fünfte Welle, die ist häufig ähnlich lang wie die erste Welle. Also wir müssen dann damit rechnen, dass das dann nicht mehr die endgeile Liebe für die Käufe ist, sondern dass das Ding auch mal ein Päuschen braucht. Das wäre gar nicht nachteilig. Im Gegenteil, es würde immer noch beflügeln, hey, wir haben hier einen Impuls nach oben. Was wollt ihr denn noch mehr? Das ist doch eigentlich ein wunderschönes Zeichen für die entsprechende Richtung. Richtig. Und wenn dann im Zweifelsfall eine klassische Korrektur kommt, also irgendwie so eine ABC, jetzt muss ich es aber dann ein bisschen höher einzeichnen, damit das mit den Pfeilen hier stimmt, dann hätte man wiederum auch im größeren Bild wieder einen Einstieg mit der Erwartungshaltung, dass es dann später nochmal weitergeht. Das heißt, wer etwas kürzerfristig orientiert ist, kann natürlich auf diesem hier nochmal so diese Endbewegung versuchen mitzunehmen. Warum nicht? Wem das antriggert, der könnte jetzt hier auf diese Art und Weise zumindest noch mal so den letzten Schwung hier mitnehmen, der typischerweise in so einem Fünfweller eben passiert, so ähnlich wie hier 1, 2, 3, 4 und dann kommt die fünfte Welle beispielsweise.
Also das ist ja so ein Klassiker, dass wir uns immer so fünffällig bewegen. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier und dann die fünfte Welle nochmal und dann ist erstmal rum. Also das wäre so ein Gedankengang hier dazu, wie wir hier im Kurzen nochmal den letzten Schwung vielleicht mitnehmen könnten. Die nächste Alternative ist nach dem dann zu erwartenden Rücksetzer. Das ist das, was ich oben auch auf Tagesbasis jetzt hier, Entschuldigung, im 4-Stunden-Chart gezeichnet habe. Diese Bewegung, das ist ungefähr das. Die Steilheit ist jetzt noch alles nur eine Annahme jetzt, nur dass man ungefähr weiß, worauf ich hinaus. Und dann eben das Zwischenhoch hier dann nutzen für den nächsten Long Trigger. Das Ganze funktioniert auf den ganz verschiedenen Zeitebenen. Wir haben es immer wieder angesprochen. Das wäre ein typisches, ein normales Bild. Ob diese Bilder jetzt hier kommen, das bleibt tatsächlich offen. Da werde ich häufig angesprochen, Mensch, das bringt doch dann gar nichts. Wir wissen noch nicht, ob das kommt. Das ist völlig richtig, aber wichtig ist, dass wir wissen, wie wir auf Sachen reagieren. Ich mache mal das Beispiel beim Autofahren, ob eine Linkskurve oder eine Rechtskurve kommt. Ich weiß es nicht. Aber wenn eine Linkskurve kommt, weiß ich, wie ich damit reagieren muss. Ein bisschen vom Gas, ein bisschen rüberlenken, passt dann schon. Das ist genauso beim Traden. Wir wissen nicht zwangsweise, was als nächstes kommt. Wir haben eine Vermutung und wissen dann aber, wie wir auf diese oder jene Szenarien reagieren. Ist das alles TINF, was ich hier jetzt gesagt habe, und der Kurs macht sowas, haben wir aber keine richtige realistische Chance, uns hier long triggern zu lassen. Denn das ist kaum verwechselbar. Also wenn wir so eine Abwärtsbewegung haben, suchen wir natürlich nach wackeligen Aufwärtsgeschichten, die wir dann eher auf der Fortsetzung dann handeln können. Also man sieht schon, na, das wäre dann hier alternativ dann eben diese Fortsetzung, um dann doch wieder nach unten zu sein. Nicht mein favorisiertes Bild, aber was weiß ich schon, dann würde ich meine Meinung eben wechseln und zwar im Zuge dessen, was der Markt oder in die Bewegungsrichtung, die der Markt dann vorschlägt. So, jetzt habe ich lange gesprochen. Ich hoffe, das ist ein bisschen Inspiration. Gerne das ganze Bild auf den DAX, auf den S&P, auf welchen Markt auch immer übertragen. Ich denke, da kann man einiges an vielen verschiedenen Märkten dann zur Anwendung bringen. In diesem Sinne, für diesen Moment erstmal alles Gute, toi, toi, toi und bis zum nächsten Mal.